Als der Juniorchef einer Immobilienfirma tot vorm Haus liegt, hat die Berliner Mordkommission ihren neuesten Fall. Fufis hier, Film und Fernsehen in Serie. Mietenwahnsinn stoppen. Das steht auf Protestschildern in Berlin. Es werden da Stimmen für ein Volksbegehren gesammelt zur Enteignung von Wohnungen. Und genau in diesem Umfeld spielt der neueste Berliner Tatort. Mitten im Leben also zwischen Wohnungssuchenden, Zwangsräumungen und Obdachlosen. Ja, und genau so ein vermeintlicher Immobilienhai macht den Film zu einem Tatort. Denn kein Tatort ohne Leiche und die Leiche von Cem Ceylan, dem Juniorchef von Ceylan Immobilien, liegt vor einem seiner Mietshäuser. Leute, die ein Motiv hatten, ihn loszuwerden, die gibt es zuhauf. Denn Ceylan will mitmachen beim großen Hype am Berliner Immobilienmarkt. Häuser sollen saniert werden, alte Mieter will man loswerden. Die Wohnung ist doch viel zu groß für Sie. Aber das ist mein Zuhause. Ja. Ich lebe hier fast mein ganzes Leben lang. Ja. Soll ich Ihnen mal verraten, wie Sie firmenintern genannt werden? Verwertungshemmnis. Das tut weh. Ilse Kirschner muss raus aus ihrer Wohnung in Wedding nach über 50 Jahren. Ceylan Immobilien kennt da kein Pardon. Die alte Dame fliegt raus, wie alle anderen Mieter auch. Die Frage ist nur, wer ist tatsächlich fähig, für seine Wohnung über Leichen zu gehen? Wen haben denn da die Kommissare Nina Rubin und Robert Caro konkret im Verdacht? Ja, vor allem haben sie Otto Wagner im Auge, denn ihn hat Cem Ceylan am selben Tag samt Familie aus der Wohnung geworfen. Zwangsräumung. Ich habe hier einen Räumungstitel. Kommen Sie in 2 Stunden wieder. Wir sind ja nicht bei Wünsch dir was. Warum haben Sie nichts gepackt? Was soll denn das? Sie wussten, dass wir wiederkommen. Sie hatten genug Zeit. Raus! 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 Los! Die Familie von Busfahrer Wagner lebt jetzt in einer Notunterkunft. Die Aussicht auf eine neue, bezahlbare Wohnung ist gleich null. Ich habe mein ganzes Leben gearbeitet, bin sogar systemrelevant. Und trotzdem kann ich mir keine Wohnung mehr in Berlin leisten. Da stimmt doch was nicht. Aber die Kommissare finden heraus, dass es auch in Ceylans Familie Probleme gibt. Insbesondere mit seinem Schwager hat er sich nicht allzu gut verstanden. Und es gibt auch Verbindungen zur Unterwelt. Oder warum sonst hat der Immobilienunternehmer einen frisch aus dem Gefängnis entlassenen, mehrfach Vorbestraften zum Chef seiner Umzugsfirma gemacht? Okay, ich höre schon. Also ein wirklich brandaktueller Tatort, aber nicht nur wegen des Themas, ne? Ja, es ist tatsächlich der erste Tatort, der nicht so tut, als gäbe es gar keine Pandemie. Zwar wurde das in einem Fall aus Dortmund auch schon mal angedeutet, aber hier in Berlin sieht man jetzt auch mal wirklich Plexiglaswände, Seifenspender und Menschen mit Masken. Auch die Kommissare haben sie auf. Und einige Protagonisten gehen mit diesen Corona-Maßnahmen genauso lax um, wie es ja in der Realität auch viele machen. So wird diese Folge tatsächlich zu einem Denkmal für eine Zeit, die sich hoffentlich bald wieder ändern wird. Und das gilt auch für die Lage auf dem Wohnungsmarkt. Da ist der Tatort wirklich am Puls der Zeit. Wer in Berlin oder in einer anderen deutschen Großstadt wohnt, der kennt das. Der kommt um das Thema Mieten gar nicht herum. Der Kampf um eine bezahlbare Wohnung, der nimmt immer mehr zu. Genau wie die rabiaten Methoden von einigen Immobilienfirmen. Ihre Firma hat ja ein paar kuschelige Entmietungsmethoden drauf. Dann haben sie 3 Monate lang Strom und Wasser abgestellt. Es blieb uns nichts anderes übrig. Da gab es Probleme bei der Sanierung. Immerhin haben wir Dixi-Klos aufstellen lassen. 1. Für 5 Familien. Das ist ein Tatort aus dem wahren Leben, voller Kälte und Verzweiflung, aber auch voller Menschlichkeit und kleiner Glücksmomente. Also ein echter Volltreffer aus Berlin. Sagt der Tatort-Experte Philipp Münscher. Die neueste Folge heißt übrigens Die dritte Haut und es gibt eine kleine Überraschung bei der Sendezeit. Nicht erschrecken, natürlich wie immer Sonntagabend im 1., aber nicht 20.15 Uhr, sondern dieses Mal 20.20 Uhr. Wenn euch das zu Minuten genau ist, dann schaut es euch einfach in der ARD Mediathek an. Dort könnt ihr den neuesten Tatort für die nächsten 6 Monate kostenlos und jederzeit streamen.